Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt, es geht ja weiter in Hyrule Warriors. Nachdem der letzte Part nicht ganz so glorreich verlief gegen Ende, wollen wir uns hier einfach an einem anderen Level versuchen, um an Girahim dran zu kommen. Hier müssten wir uns mit Fei gegen eine ganze Armada an Verbannten versuchen, aber immerhin verheerende Treffer. Also wollen wir hier einfach mal direkt reinhuschen und wieder mit der Fei eine heiße Sohle aufs Parkett legen, aber natürlich wollen wir erst einmal nachsehen gehen, ob wir hier ihr irgendetwas Gutes tun könnten. Könntet schon, wollen, aber eher nicht für eine dritte Flasche, nee. Vor allem, Heilungsmittel bringen eh nichts, wenn man die ganze Zeit versucht, Rang A erreichen zu wollen, da man bei der dritten Flasche dann auf jeden Fall schon zu viel Schaden erlitten hat. Aber wir können hier wenigstens mal ein Goronenarmband 1 herstellen. Könnten natürlich auch noch ein zweites herstellen, aber das soll es dann erst einmal gewesen sein. Immerhin ist, wie wir hier im Trainingsraum erkennen können, das Level bzw. die Stufe von Fei schon recht hoch. Sie hat das höchste Level mit Lana zusammen. Teilen sie sich den ersten Platz, aber dann wollen wir hier einfach mal wieder ein wenig wüten. Oh, und wir haben natürlich eine stärkere Waffe noch vor kurzem bekommen. Und das macht Fei natürlich noch mächtiger. Dann wollen wir einmal sehen. Sie hat leider gar keinen Bonus. Hätten wir denn den ein oder anderen guten Bonus? Boah, ein Materialbonus und so ein Erfahrungsbonus würde ich doch schon gerne in die Waffe klatschen, weswegen wir uns hier doch wieder ein klein wenig Zeit nehmen. Ab in die Waffenkammer zu stärkende Waffe. Ein Schwert der Göttin, nämlich das Langschwert der Göttin. Und hier klatschen wir einfach eine Komponente rein. Eine, die wir mögen. Und da wäre doch hier Erfahrungsplus auf jeden Fall schon mal ein guter Bonus. Fehlen noch zwei weitere Boni. Und dann wollen wir hier erstmal den nächsten Bonus einsacken. Und das nehmen. Dann nehmen wir hier einfach einmal den Materialbonus, denn ich liebe Materialbonus. So, die letzte Fähigkeit weiß ich ja nicht, ob wir hier überhaupt noch etwas Gutes finden sollten. Wir könnten natürlich auf gut Glück einfach mal. Ah, okay. Die versteckte Fähigkeit übertragen, aber das geht leider nicht, bis wir sie freigeschaltet haben und. Naja, komm, nehmen wir hier einfach noch den Lichtbonus rein, der Vollständigkeit halber. Zack! Und dann können wir nun hoffentlich auch durchstarten. Uns sollt ihr nichts mehr aufhalten. Wir nehmen natürlich Fei. Das Langschwert der Göttin nehmen wir einmal mit. Wobei, verheerende Treffer. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Da ist die Waffe doch scheißegal. Naja, gut. Egal. Hätten wir das für weitere Schlachten schon mal angepasst. Und wenn wir halt noch eine bessere Waffe bekommen, beiß ich mir halt in den Hintern. Da kann man auch nicht allzu viel machen. Wir wollen erst einmal starten. Also, besiege 20 feindliche Hauptleute und dann wollen wir natürlich hier uns erstmal den Weg frei schießen. Mittelsbogen, gar kein Problem. Und dann wollen wir weiter den Weg entlang huschen. Und die kleine Kampfmusik hier im Hintergrund, die gefällt mir doch sehr. So, ach ja, apropos Bogen. Wir könnten natürlich auch die ganze Zeit die Verbannten mit einem Bogen abschießen. Hä? Ach, guckt mal an. Die kleinen süßen Verbannten, wie klein sie hier sind. Yay! Was machen die denn da? Hilfe! Boah, gruselige Geräusche können sie auf jeden Fall erzeugen. Alter Falter, da krieg ich ja wieder Albträume. Das hältst du doch im Kopf nicht aus. Gut, wir haben aber die ersten 5 schon besiegen können und dort unten warten auf jeden Fall noch mehr. Bleiben wir ein klein wenig auf Entfernung. Gehst du mal hier wieder weg? Dankeschön. So, hier erstmal wieder den nächsten abgeknallt. Die Verbannten haben weitere Verstärkung erhalten. Und schade, dass die natürlich jetzt keine Materialien fallen lassen, weil die Schuppe des Verbannten, die brauchen wir noch relativ oft. Und da ist rechts neben uns einer gespawnt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wow, was macht der denn da? Hä? Ach nee, es war einer, der gestorben ist. Er will über den Boden kriechen und da kann er direkt am Boden liegen bleiben. Fei, Fei, mach doch was. Hau doch einfach drauf. Noch 10 Feinde. Haben wir ihn besiegt? Ich hoffe ja. Huiuiui, hier habe ich mir einmal ganz kurz in die Hose gemacht und dann wollen wir hier natürlich weiter den Weg entlang gleiten. Und Fei ist mal wieder nervtötend, was das Geräusch angeht. So, den Verbannten haben wir aus der Entfernung leider nicht erhaschen können. Und da sind Fernkämpfer aufgetaucht. Hilfe, nein! Die kleinen Knochenwerfer, diese gewieften, ekelhaften Kreaturen. So, den nächsten auch nochmal anvisiert und dann wollen wir ganz schnell wieder verschwinden. Und dort hinten sind die letzten hoffentlich gerade gespawnt.
Und dann haben wir hier noch einen. Und dann haben wir hier noch einen. Und das sind die letzten dann dort oben. Und dann wollen wir den Transportsoldat noch einmal mitnehmen. Einfach, weil wir es können. Und jetzt fängt natürlich wieder an, das Adrenalin zu arbeiten. Uiuiuiui, bin ich gerade angespannt. Mein Herz bleibt höchstwahrscheinlich stehen. Luft kriege ich schon lange keine mehr. Und wir müssen noch zwei Feinde besiegen. Noch einen. Und wir haben gewonnen. Und Fei, wie sie da steht, auf einem Bein. Ach ja, schön. Alle feindlichen Hauptleute wurden besiegt. Es ist offensichtlich, dass das Glück uns hold war. In der Tat, Fei. So, bleib hier mal stehen. Und eigne dir den Schatz an, den du dir redlich verdient hast für Rang A. Nicht schlecht, die Fei. Huiuiui, ein Herzcontainer für uns. Und dann könnten wir eventuellerweise, wenn es zeitlich noch hinhaut, Girahim uns aneignen. Aber hier waren wir relativ flott unterwegs. Oh, und dort hinten haben wir einen schönen Ring durch die Lüfte gezogen. Er sah von Weitem aus wie ein Regenbogen. So, das können wir auch schon. Überspringen wir einfach mal. Und dann wollen wir uns noch die Ergebnisse anschauen. Die Schlacht wurde gewonnen. Ausrufezeichen. Kampfdauer A, erlittener Schaden A. Ganz klar. Ein A. Ein goldenes A für uns. Und eine stärkere Waffe für uns. Ja, schön. Eine Fluchfessel noch für Midna. Hier müssen wir irgendetwas wegschmeißen. Die ist natürlich relativ schwach. Weg damit, brauchen wir nicht. Ein Monsterzahn. Wir haben 20 Babyverbannte besiegt und bekommen ein Monsterzahn nur. Naja, können wir nicht allzu viel machen. Schade, schade. Ich hätte wenigstens auf eine Schuppe eines Verbannten gehofft. Dann hätten wir wieder der Fei oder der Agneta das ein oder andere spendieren können, aber war halt nicht drin. Oh, hier gibt es eine Stufe 3 Waffe mit Link. Und hier unten gibt es Girahim, den müssen wir natürlich erst einmal suchen. Kompass einfach in die Luft gestreckt und dann wollen wir hier wieder ein kleines Feuer legen. Mittels Flämmchen, total einfach, bewerkstelligt. Eine neue Belohnung für uns. Und es ist auch egal, mit wem wir das machen. Vorzugsweise sollten wir Badarunia nehmen, weil wir dann ein Herzteil noch finden könnten. Hier möchte ich aber schon gerne noch einmal suchen. Wir drücken einmal X und wollen auch hier wieder ein Kompass gen Himmel werfen. Zack, es verschwindet ein Kompass, dafür leuchtet ein Busch, beziehungsweise er glitzert. Und dann wollen wir hier eine kleine Flamme wieder entzünden. Ein Geheimnis. Für uns. Und dann einfach hier wieder zurück. Wollen wir uns nun Girahim aneignen. Schätze auf dem Schlachtfeld. Ganz, ganz viele Schätze. Aber zuvor natürlich wieder das Übliche. Darunia hat Stufe 36. Das ist nicht schlecht. Ab in den Bazar einmal. Medaillenschmiede. Ne. Ui, 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 ui. Wird uns hier irgendein Element empfohlen? Ich weiß es ja gerade nicht. Trainingsraum, ja komm, machen wir ihn auch noch auf Stufe 40, verprasseln wir all unsere Rubine, muss ich halt demnächst wieder neue farmen, falls wir nicht allzu schnell an weitere kommen sollten. Waffenkammer, was haben wir denn so für den Darunia gerade alles dabei? Unser stärkster Hammer ist dieser mit 112, er hat keinen Bonus. Materialbonus, haben wir da vielleicht noch was Besseres? Nee, eigentlich nur den Materialbonus. Und dann klatschen wir hier einfach kackendreist den Materialbonus noch mit rein. Und dann haben wir eine starke Waffe mit Materialbonus. Natürlich. So, hier. Einmal rein. Vielen Dank. Und der Hammer von Darunia wurde verbessert. Und da können wir hoffentlich ordentlich reinhauen. Empfohlen wird gar kein Element. Ist ja auch egal. Und dann einfach starten wir hier durch. Ich habe zwar nicht gelesen, was wir machen müssen, aber wir bekommen ja weitere Instruktionen gleich noch einmal. Und hier abermals ein Link bekommt das Triforce. So, wir wollen hier aber nicht weiter zuschauen. Oh, oh, oh. Was für ein Riesenschlachtfeld. Natürlich wieder Schloss Hyrule und zwei feindliche Fraktionen. Truppen von Fei. Wir, Darunia, stehen hier. Fei dort hinten. Wo ist denn unser Hauptquartier? Achso, direkt da, wo Fei stand. Und Lana steht dort. Einige Hyrule-Hauptmänner, die uns hier tatkräftig zur Seite stehen. Ich wollte noch den Status einmal hier uns genauer ansehen. Besiege Girahim.
gelb, okay. Und den Frostnachtschwärmer. Ah, ne, Girahim rot und der Frostnachtschwärmer gelb. Ja, okay. Five Fleet oder dein Hauptquartier fällt. Also, wollen wir das Herzteil suchen, 1200 Gegner besiegen und wenig Schaden erhalten und schnellstmöglichst hier wieder ordentlich auf die Kacke hauen. Und dann wollen wir mit diesem Vorposten einmal anfangen und hier nichts stehen lassen. Mein Daseinszweck ist die Erfüllung dieser Mission. Sehr schön, Fei. Dann erfüll die Mission. Wir wollen dir natürlich dabei zur Seite stehen und räumen hier erstmal ordentlich auf, dort oben in der gelben Festung, und finden hoffentlich recht rasch das Herzteil mit dem Darunia. Sein Kampfstil gefällt mir spielerisch zwar nicht ganz so sehr, ist aber doch recht praktisch und auch, ja, eigentlich angenehm. Von daher will ich mich nicht beschweren. Ich find's halt nur nicht spektakulär, aber das habe ich ja doch schon das ein oder andere Mal gesagt. Aber auf jeden Fall sehr effizient. So, das wollte ich eigentlich sagen. So, genug gemeckert und wir hauen jetzt hier ordentlich rein. Einmal eine Spezialattacke, aber erstmal raus. Und dann hätten wir den Frostnachtschwärmer hier auch schon fast besiegt. Oder den normalen Nachtschwärmer, ich weiß es gerade nicht. Die sehen alle gleich aus, aber er hat eine normale Kette und kein Frostsymbol. Achso, der ist ja schon längst tot. Und da hauen wir einfach weiter wie ein Irrer drauf. Den Festungskommandanten hier nehmen wir doch einmal auseinander. 10 Minuten haben wir in diesem Part ja noch locker Zeit. Sollten diese Mission also schaffen und uns die Riemen aneignen können und einfach, weil wir es können, hauen wir nochmal eine Spezialattacke raus, bevor wir danach ordentlich wieder reinhauen. Auf die Gegner am besten volle Kanne drauf. Oh, und da war eine riesen Triforce-Splitter wieder. Und das fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Wir haben ja jetzt gleich schon immerhin ein gutes Viertel unserer KOs. Und dann wollen wir hier einfach zur nächsten Festung laufen, denn dort war leider nicht unser Herzteil. Wahrscheinlich, ja, bei der Quelle der Göttin, dann brauchen wir aber die Fee. Wir brauchen die Fee. Wollen aber hier erstmal unserem Hauptquartier helfen, denn unser Hauptquartier fällt mit 55%iger Wahrscheinlichkeit. Ja, komm. So, den Stahlfrostritter hier erstmal, den Stahlmeister erstmal eliminieren und einfach, damit es nicht allzu lange dauert. Zack, hier wieder ein wenig rumgehämmert. Und da klingelt es ordentlich beim Stahlmeister, hoffe ich. Die Ohren. Achso, er hat ja gar keine Ohren mehr. Dann wollen wir einfach mal hier den Schädel krachen lassen. Darunia, einmal hier ausweichen und weiter draufhauen. Mach mal was Starkes. Der blockt aber auch die ganze Zeit so fies und der ist auch ein bisschen overpowered. Hier konnten wir aber den Schwachpunkt ausnutzen und wir haben ihn zermalmt. Eine Waffe erhalten. Naja, leider nicht das Material, aber vom Stahlmeister brauchen wir das auch nicht unbedingt. So, das Hauptquartier hätten wir erstmal gerettet, hoffe ich. Und dann wollen wir die Wehrfestung ganz schnell einnehmen, danach nochmal nach unserem Hauptquartier schauen. Geht ja rucki zucki hier, ich weiß zwar gerade nicht, welches Varoris Donnersturm wir mit Darunia besitzen. Aber allzu lange dauert das ja hier nicht. Was geht da ab? Irgendwas wurde geöffnet. Der Frostnachtschwärmer rückt Richtung unseres Hauptquartiers vor. Dann wollen wir dem eventuellerweise gleich Vollkanne eins auf die Glocke geben, nachdem wir uns hier um diese Goblins, Moblins, Floblins oder wie auch immer die heißen, gekümmert haben. Ach, es gibt einfach zu viele kleine Kreaturen im Zelda-Universum, die alle fast den gleichen Namen haben. Wer blickt denn da noch durch? Müsste ich mir vielleicht mal zur Aufgabe machen, es zu lernen. Aber ich meine, die heißen hier Bockblins, wenn ich mich festlegen müsste und irgendwie, ja, eine Antwort herauspicken müsste. Bockblins. So, nennen wir die Roten einfach Bockblins. Und hier ist alles Paletti. Ja, hier sieht das Ganze doch gut aus. Ja, laufen wir nochmal schnell zum Schloss Hyrule, ist am nächsten dran und wer weiß, vielleicht ist ja auch das Herzteil gar nicht bei der Quelle der Göttin, denn es gibt ja hier noch ein zweites Herzteil mit einem unbekannten Charakter. Und von daher haben wir überall die Möglichkeit, das Herzteil zu finden. Wir müssen nur fleißig suchen. Dort ist jemand im Bedrängnis, das ist mir gerade scheißegal. Und wer, er ruft gleich um Hilfe, denn wer auf dem Schlachtfeld um Hilfe ruft, genau, hat hier nichts verloren. Und da ruft er auch schon um Hilfe. Nee, Hilfe ist nicht unterwegs, der kann sich da alleine aus der Scheiße rausreiten. Und wir schmeißen hier erst einmal einen Stein durch die Gegend, einen glühenden Klumpen, feuriges Gestein. Oh. Und hier haben wir eine Truhe für uns, eine seltene. Hier sollte dann doch das Herzteil für uns versteckt sein. Und der Goronenhäuptling Darunia erhält ein Herzteil. Gut, dann können wir jetzt auch dem Hyrule-Hauptmann zu Hilfe eilen. Und eventuellerweise noch den Magiegrub mitnehmen. Lana hat auch Probleme. Lana, dir helfen wir natürlich unbedingt. Auch wenn ich damit natürlich gerade meine eigenen Prinzipien in den Haufen schmeiße.
über den Haufen schmeiße, wobei ich ja nie behauptet habe, dass ich Leuten, die um Hilfe rufen, nicht auch helfen werde. Ich behaupte ja nur, sie haben auf dem Schlachtfeld nichts verloren, Lana bildet aber eine Ausnahme, weil sie blauhaarig ist. Einfach nur darum. So, den Moblin hier wollen wir einfach mal, den dicken Moblin hier wollen wir einfach mal auseinandernehmen. Mit dem kräftigen Darunia haben wir auch schon die Hälfte der Lebensenergie abziehen können. So, hier einmal schön zur Seite gerollt und dann volle Kanne wieder draufgeknallt. So, oh, da haben wir ein wenig Schaden bekommen. Nein, einmal hier wieder ausweichen. Sehr schön. Und die letzten paar Schadenspunkte machen wir einfach. Mittelspezialattacke. Flutsch. Und ist er down? Ja, er wurde besiegt. So, dann hätten wir hier erst einmal aufgeräumt, wobei hier ist noch ein zweiter. Einmal wieder ausweichen. Sehr schön. Schwachpunkt ausgenutzt. Und das ordentlich. So, hier wieder ausweichen. Schwachpunkt ausgenutzt. Und der Darunia. Alter. Falter, Falter, Falter. So. Kleiner Idiot. Du lernst es wohl nie. Und wer auf dem Schlachtfeld nicht dazu lernt, der ist des Todes, wie wir hier unschwer erkennen konnten. Die Hälfte unserer benötigten KOs haben wir. Hier wollen wir unserer Mittelfestung mal ein wenig zur Seite stehen und den Hammer einfach durch die Gegend schwingen. So, und hier haben wir einen ganzen Haufen, den wir jetzt auseinandernehmen. Obwohl, 26 nur. Ich weiß nicht, manchmal sieht das einfach nach viel mehr aus, den man den Garaus macht, als es dann im Endeffekt leider ist. So, hier wollen wir unsere Spezialattacke nochmal befüllen. Oh, ein Riesensplitter. Sehr schön. Den Stoßtruppenhauptmann hier nehmen wir nochmal auseinander. Und da ist er auch schon down. Und dort hinten ist noch ein zweiter. Und der Vollständigkeit halber, weil man auf einem Bein schlecht steht, nehmen wir den auch noch mit. So. Wollen wir die Fee eventuellerweise noch retten? Ja, komm. Retten wir die kleine Fee. Und sehen dann zu, wo wir die letzten 500 KOs noch herbekommen. Dabei sind wir doch relativ lange hier schon unterwegs. Und gefühlsmäßig hätte ich eigentlich gedacht, hätten wir schon die 1200. Aber gut, so schnell kann man sich halt irren. Aber beim Darunia sieht das einfach halt so aus, als würde er viel vernichten, aber im Endeffekt macht das vielleicht gar nicht. Ist ja auch egal. So, wollen wir hier eventuellerweise nochmal den mächtigen Stein auspacken, wenn ich das hinbekomme. Irgendwie finde ich den Zeitrahmen nicht, wann man hier genau drücken muss und drücke meistens eine Combo-Attacke zu früh oder zu spät halt. Aber hier haben wir den Stein nochmal sehen können und wir haben auch die Fee erhalten und warum ist die Festung dort oben eigentlich noch geschlossen beim Frostnachtschwärmer? Naja, egal. Kümmern wir uns halt zuerst um Girahim. Die Fee des Lichts haben wir schon befreien können. Girahims Tore sind schon geöffnet. Er erwartet uns. Und dann wollen wir ihn natürlich nicht warten lassen. Den Fürsten der Dämonen und eilen zu ihm. Oh, und wir haben gigantische Bomben, die wir gleich einfach ihm ins München werfen könnten. Aus kleine Fressbrett wollen wir sie ihm schmeißen. So, hier einmal. Ja, jetzt sind sie genau in dem Moment weggegangen. Schade eigentlich. Haben wir, meine ich, schon gesehen? Ja, überspringen wir. So, hier Girahim. Oh, und er ist gebufft. Warum ist er denn gebufft? Der kleine, gewiefte Stinker. Sollten wir eventuellerweise doch erstmal die Quelle der Göttin einnehmen, um ihn zu entbuffen. Ich weiß gerade gar nicht, was der Grund dafür ist, dass er so stark ist, aber wenn er leuchtet, dann wollen wir uns nicht mit ihm anlegen. Du wagst es, dich mir in den Weg zu stellen, wenn ich Wichtigeres vorhabe? In der Tat, Girahim, aber du musst noch ganz kurz warten. Wir kümmern uns gleich weiter um dich. Der Hyrule-Hauptmann wurde vom Frostnachtschwärmer vertrieben. Das ist traurig, zumindest bedingt, aber wir werden hoffentlich dennoch die Schlacht gewinnen. Unser Hauptquartier hält sich gut. Keine roten Punkte sind bisher dort angelangt und wir wollen hier in der Quelle der Göttin keinen einzigen Bockblin mehr am Leben lassen. Jeden einzelnen wollen wir vernichten und eventuellerweise hier wieder mit unserem Feuerstein und nee, leider nicht. Schade, schade. Noch ein weiterer Versuch jetzt aber. Ja, hier haben wir den Feuerstein wieder und den Festungskommandanten, den wir natürlich hier in den Boden stampfen. Da ist er auch schon. Geschichte. Und irgendwie rutscht mein Flutsch doch relativ wieder oft heraus. Ich wollte das eigentlich nicht ganz so oft sagen. So, ab jetzt ist das kleine flutschige Wort erstmal passé, hoffe ich. Und Lana ist im Bedrängnis. Nein, Lana, wir eilen zu dir, nachdem wir Girahim besiegt haben. Halte noch ein wenig durch. So, Girahim, komm mal her. Dann wollen wir hier keine Zeit mit dir verlieren. Und er ist immer noch gebufft. Warum eigentlich? Das ist natürlich doof, aber gut, nehmen wir ihn einfach auseinander. Nein, Lana!
Ja, wir kommen dich retten. Oh, 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 seht ihr das? Nur noch ein Fitzelchen an Energie verbleibt. Und wenn wir sie nicht retten können, dann wird es schwer für uns. Wir haben Lana aber in allerletzter Sekunde retten können. Oh, und ein silbernes Material. Und der Dicke hier ist geschickt ausgewichen mit einem Sprung. Ist er hinter uns gesprungen. Aber gut, wir werden ihn trotzdem auseinandernehmen. Keine Chance, lassen wir ihm hier. Er hat Lana wehgetan. Das kann er nicht machen. Nein. Und er hat jetzt auch noch uns wehgetan. Das kann er noch viel weniger bringen. Weswegen wir ihm jetzt etwas entgegenbringen, nämlich den Weg zum Jenseits. Und dort ist eine goldene Skulptur erschienen und die sacken wir uns natürlich auch gleich ein. Wo ist das denn? Dort oben, ach ja. Stimmt, dort oben ist ja auch das ein oder andere Mal schon eine erschienen. Lana, du hältst hier stand. Oh, wir durften sie nicht vollständig heilen. Schade. Bedeutet, wir können eine Person nicht auf ewig retten, weil sie anscheinend immer die Hälfte dazu bekommt. Beim ersten Mal wird sie vollständig geheilt, dann noch nur noch bis zur Hälfte oder zwei Drittel, ein Drittel und dann weg. Nein, die arme Lana. So, hier wollen wir aber erstmal die goldene Skulptur uns einsacken gehen. Was ist da? Warum ist die Musik gerade so komisch? Ich hoffe nur, weil wir in der Nähe von der goldenen Skulptur sind. Die Kamera ist natürlich auch gerade ganz doof. Weggeswitcht. So, wir haben die goldene Skulptur uns einsacken können. Und unser Hauptquartier braucht Hilfe. Mensch, Mensch, Mensch. Wir kommen gar nicht in die Pötte. Aber unsere KO-Leiste haben wir ja auch noch nicht füllen können. Von daher, ich hoffe nur, wir befinden uns noch im Zeitrahmen. Einmal nachgeschaut. Und die Zeit wird auch noch knapp. Nein, 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 nicht abbrechen. Einfach wieder plus, ja. Jetzt hätte ich mich fast selbst verarscht. So weit ist es schon gekommen. Nein, Hauptquartier, halte aus. Was geht denn hier ab? Wo kommt ihr denn alle her? Ich glaube, bei euch ist da wohl eine Schraube locker. Egal, Hauptquartier ist erstmal wichtiger. So, hier haben wir erstmal eine Lavapfütze hinterlassen. Das Hauptquartier steht kurz davor zu fallen. Ja, wir sind ja direkt hier. Jetzt stress mal nicht so rum. So, Fei, wer macht denn hier Ärger? Ach, die beiden Stinker, okay. Dann wollen wir hier den Stinkern erstmal zeigen, dass sie hier nicht rumstänkern dürfen. Und nehmen sie ganz rasch einmal auseinander. Der Nachtschwärmer hier ist ja gleich schon wieder Geschichte. Blöder Moblin hat es hier doch relativ viel Schaden gerade reingedrückt. Jetzt kommt er von hinten. Von hinten, dieser Ekelhafte. Von hinten ist natürlich recht feige. Das Hauptquartier der anderen ist nun auch offen, aber das Hauptquartier von den anderen, also Kirahim, wartet ja auch noch. Und die anderen haben Verstärkung erhalten. Ich glaube, bei euch ist doch wohl irgendeine Schraube locker. So, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vorposten dort unten doch hier die ganze Zeit ein klein wenig Stunk macht, weswegen wir hier den Vorpostenhauptmann einmal auseinandernehmen. Dankeschön. So, was macht Kirahim da? Hat der ein Ei am Wandern? Was wandert der da so rum? Egal, hier ist gerade erstmal nichts mehr. Komm her, Kirahim, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit und wollen hier natürlich einen Rang A hinlegen. Ach ja, und als Belohnung bekommen wir Kirahim. Ach, mit der ganzen Armee, du feige Sau. Guck mal, wir laufen hier alleine rum. Lana haben wir auch dort hinten stehen lassen. Und wir müssen die Karte im Blick behalten, das ist das Allerwichtigste gerade. Und natürlich hier gekonnt Schwachpunkte von Kirahim ausnutzen. Oh, das war ziemlich flächendeckend gerade. Gefällt mir sehr. So, wir hauen hier einfach mal rauf. Liegt natürlich an der schwachen Waffe. Für Darunia hätte ich doch gerne noch eine stärkere Waffe. Müssen wir mal sehen, wo wir unsere Stufe 2 Waffe herbekommen mit ihm. Boah, wir machen ja gar nichts an Schaden. Da hilft nicht mal unser Feuerklumpen hier. Da müssen wir uns halt den Schwachpunkten von Kirahim bedienen, die er aber nur relativ selten zeigt. Wir dürften aber hier in einem Streich gerade alles ausnutzen. Boah, das macht gar keinen Schaden. Ja, was sagt die Zeit? Oh, wird knapp, wenn überhaupt. Aber ja, immerhin haben wir die KOs gleich auch schon erreichen können. Allzu viel Schaden haben wir hoffentlich noch nicht bekommen. Und wenn wir gleich beim Frostnachtschwärmer nicht so viele Probleme haben, zeitlich gesehen, wie hier bei unserem Fürsten, dürften wir danach fürstlich belohnt werden, hoffe ich doch. Und vor allem hoffe ich auch, dass Kirahim hier endlich mal aufgibt und einfach liegen bleibt. Kirahim, komm schon. Einmal noch eine Spezialattacke ausgepackt. Oh, was war das für ein Geräusch? Die hat gerade irgendwas gezielt. Aber ich glaube, das habt ihr hoffentlich nicht gehört. Das war einfach nur irgendwas in meinen Kopfhörern. Egal, so. Zack und da wollte er hier sein Schwert auspacken und ordentlich Schaden machen. Der Hyrule-Hauptmann wurde vom Frostnachtschwärmer vertrieben. Hier durften wir leider keine Schwachpunktanzeige wieder dezimieren. Hier aber, oh, fast geschafft. Schade, schade. Komm schon, Kirahim, jetzt hör doch endlich auf damit. Oder offenbare noch einmal deinen Schwachpunkt.
Alter Falter, ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. Unser Hauptquartier steht aber noch, das ist das Allerwichtigste. Und Girahim soll jetzt, oh nein, falsche Richtung, Scheibenkleistern, den Löffel abgeben. Zeit noch einmal, uiuiuiui, eine Minute knapp haben wir noch, ein bisschen mehr. Oh, und jetzt haut der hier erstmal uns wieder ein paar Schadenspunkte rein. Alter Falter, wie hätten wir den denn entbuffen können? Ich glaube gar nicht, das ist unfair. Alle rufen sie um Hilfe und ich würde am liebsten auch um Hilfe schreien, aber wir sind auf dem Schlachtfeld und da schreit man einfach nicht um Hilfe. So, Girahim ist down, ab zum Frostnachtschwärmer. Boah, Darunia, roll dich doch zusammen, so wie die Goronen es immer machen, wie in Majora's Mask. Dann wären wir einfach ganz schnell dort oben angekommen. Uiuiuiui, da fliegen mir natürlich hier wieder... Boah, fliegt mir alles um die Ohren. Scheibenkleister. Kriege ich Muffensausen, aber gut, wir sind da und wenn wir es mit ein paar gekonnten Schlägen schaffen würden, die Bestie, ist mir scheißegal gerade, wir haben andere Probleme. Oh, zum Beispiel, dass wir nur noch eine halbe Minute Zeit haben, jetzt hier ordentlich auf die Kacke zu hauen. Oh, der ist auch geboostet, wird der hier, aber ich hoffe, der hat nicht allzu viel Lebensenergie. Komm schon, hau rein, Darunia. Und dass man hier einfach keine Zeit angezeigt bekommt und man immer wieder Pause drücken muss, finde ich gerade ganz doof. Aber zeitlich gesehen sollte die halbe Minute jetzt auch schon um sein. Wir haben es nicht packen können. Aus zeitlichen Gründen. Oh Mensch, Darunia, komm, lass nochmal deinen ganzen Frust hier am Nachtschwärmer aus. Ist ja auch egal. Kein Rang A für uns. Girahim bekommen wir aber schon mit Rang C. Und Rang A werde ich dann einfach offscreen irgendwann nochmal nachholen mit einem etwas schnelleren Charakter. So, hier haben wir ordentlich drauf gehauen. Gefällt mir sehr. Überlasst den Rest mir. Ja, Fei sagt das wahrscheinlich schon, weil wir viel zu langsam waren. Fei, komm, hör auf zu meckern. Wir haben es jetzt hier gepackt. Nicht ganz so schnell, wie du es denn gerne wolltest, aber immerhin siegreich. Hätte natürlich auch noch viel schlechter verlaufen können. Alter, die Paarzeit. Schon fast wieder eine halbe Stunde. Ja, okay. Hat sich jetzt nicht ganz so lange angefühlt, wie es im Endeffekt gedauert hat. Aber kein Rang A. Das ist traurig. Ja, kennen wir auch schon. Den kleinen Tanz von Darunia überspringen wir einfach. 16 Sekunden. Das ist bitter. Vor allem, wenn man das noch so sieht. Ich habe jetzt gedacht, wir wären schon bei 16 Minuten, aber 16 Sekunden. Das ist echt bitter. Ach, und zu viel Schaden auch erlitten. Wo das denn? Naja, egal. Da haben wir ja zweimal verkackt bekommen. Einfach Rang B. Ich bin ein Kackbuhn. Ist mir auch egal. Hauptsache, wir haben jetzt Girahim. Und wir haben ganz viele neue starke Waffen bekommen. Bei Darunia aber leider nichts allzu Starkes. Also nichts viel Besseres. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stufe 2 Waffe. Und schmeißen diese... Achso, wir müssen noch eine Waffe verkaufen. Wollen wir diese hier auch noch verkaufen? Die bringen uns rein gar nichts. Aber dafür ein goldenes Material von Girahim. Nicht schlecht, nicht schlecht. Moblin Großschild zweimal, 3 Frostessenzen, ein Schildmoblinhelm, ein Lumpen und 11 Metallplatten. Doch, war auf jeden Fall rentabel, was die Materialien angeht. Und ein neues Bildfragment. Drauf ist der Kopf von Darunia. Und ab sofort können wir auch als Girahim spielen. Waffe erhalten. Ein Dämonenschwert. Dieses Schwert wurde vor langer Zeit von Dämonen geschmiedet. Mit dem starken Angriff kannst du einen Gegner anvisieren. Ist er anvisiert, enden Kombo-Angriffe mit einem mächtigen Schlag. Hoffentlich ja mitten ins Gesicht der Gegner. Naja, doch recht annehmbar. Ich meine, bei Rang A hätten wir hier sowieso nichts bekommen. Aber dennoch wollen wir hier irgendwann ein schönes goldenes Medaillchen aufblitzen sehen, deswegen ich das irgendwann mal offscreen machen werde. An dieser Stelle beende ich aber erstmal den Part. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und seid auch im nächsten Part mit dabei. Und ich denke mal, da ich jetzt die Aufnahmesession beende, sollten wir im nächsten Part wieder das Dezember-DLC haben. Beziehungsweise im Dezember kommt ja eigentlich nichts, aber es werden... kostenpflichtige Kostüme nochmal verkauft für Zelda und Link und auch für Ganondorf, die aus den verschiedenen Zeitepochen. Und die werde ich mir natürlich holen und dann wollen wir einfach mal mit anderen Links und Zeldas durch die Gegend flitzen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben sollten. Bis denn dann, ciao!